diesem wunderbaren Hintergrund. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sway. Tales of Arise, direkt wieder mit einer Cutscene, denn man könnte eine neue Folge nicht ohne Cutscene anfangen. あるへん。その鎧かっぱらってきたのか?見かけによらず抜け目ないんだな。違うよ。ブレゴンが選別にってくれたんだって。そっか。でもまあ、筋は通っているよな。その鎧、反乱の象徴みたいなもんなんだろ?俺より、ジルファが着るべきだった。親父に似合うとも思えねえけどな。この鎧の元の持ち主は、 シスロディアにどんな夢を見て立ち上がったんだろう。未来も過去も本当のところは当事者にしか分からないわ。誰かの考えだって同じよ。死んだ者、破れた者の志を思うのは無意味だっていうのか。確かめようがないと言いたいだけよ。シスロディアの今後が気になってるようだけど、私たちには私たちのすべきことがある。何もかも責任を負えるわけではないのだから。 あれもこれも抱え込もうとすれば迷いが増えるだけよ。分かってる。俺は前に進むことを選んだんだ。今やれることをやるさ。フェイクシーズはセアグッド。ローってカラグリアの生まれだったんだよね。まあそうさ。クソ暑い国を出たら隣はクソ寒くて並行したぜ。おまけに暗いし。もう暗くないし。 あなたはどうやって国境を越えたの?スルドブリガの性質上、五稜の国境は基本的に行き来はないはず。なんだよ、呪文の真似事か?ダナのあなたにできた方法なら、この先、使えるかもしれないというだけよ。ああ、はいはい、わかったよ。けど別に、そんな驚くようなもんじゃないぜ。まさか、あの炎の壁を登ったのか?いくらなんでもそんな真似。 ズーグルにだってできやしねえって。潜り込んだんだよ。潜り込んだ?そうさ。交流がほとんどないって言っても、自分のところじゃ手に入らないものだってある。そういうのを融通し合うためのスルドの輸送隊が、年に何回か行き来してたんだ。そういえば、そんな話を聞いた気がする。その時だけ門が開かれるって。もちろん、ダナ人を同行させたりはしない。けど、 俺はその荷物に潜り込んだのさ。荷物にって、それで運ばれたってこと? よく見つからなかったね。まあ、昔からコソコソするのは得意だったからな。それに、あの時はステバチになってて、度胸だけは有り余ってたんだ。こう言っちゃなんだけど、ダナでもレナでも多分、俺が初めてってわけじゃないと思うぜ。メネック、ガナベルトが、 カラグリアの噂を素早く手に入れたのも、それだったのかな?つまり、私たちの動きはこの先、どこに行っても、すでに知られていると思った方が良さそうね。Macht nix. Alles wunderbar, alles wunderbar. Auf zum Hauptplatz. Oh, wenn wir schon mal dabei sind, Moment. Ein Moment, Rüstungen, das ist die Sündenschlechte Rüstung. Wow. Mit der Sündenschlechte Klinge. Nicht schlecht versprechen, was hast du? Eisenhandschuh. Besser als die Bestienfaust, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, das hat Schneid. Das hat weh. Ist nicht mehr Schneid als das andere. Das müssen wir jetzt echt genau machen. Gehe nach Eldemenis. Ich glaube, dazu müssen wir nach da drüben hingehen, würde ich mal behaupten. Ui! Ui! Danke, nette Frau. Nächstes Mal bringe ich Mama mit. Das war toll. Ich kann es kaum erwarten, euch beide zu sehen. Hey, du bist doch diese Frau, die... Hm? Kennen wir uns? Tut mir leid, ich habe nur laut gedacht. Hey, du bist doch der Kerl, der bei der Befreiung von Caligari geholfen hat. Das war ziemlich beeindruckend. Ich frage mich, was die ganzen Leute, die ich verpfiffen habe, mit mir anstellen werden. Mich vertreiben oder mich sogar foltern? Könnte ich ihnen nicht mal Vorwürfe machen, nach dem, was ich getan habe? Ich dachte, du würdest dich um deine Eltern kümmern. Ja, naja, sie sind gestorben.
Das habe ich mir damals nur gedacht. Was du getan hast, war vielleicht falsch, aber du bist noch am Leben. Ich muss sagen, dass so ist, ist es nie zu spät, dich zu bessern. Wirf den Rest deines Lebens nicht weg, nur weil du deinen Taten bereust. Willst du mir damit sagen, dass ich mich jetzt, da meine Eltern fortziehen, um andere kümmern soll? Du hast leicht reden, du bist ja auch ein Held. Du kannst den Rat annehmen oder nicht, ich sage dir nur, was ich an deiner Stelle tun würde. Ja, du, wo das nicht an meiner Stelle bist, also was hast du jetzt vor? Wir werden Danon befreien, damit niemand wie du je wieder solche schwierigen Entscheidungen treffen muss. Ja, irgendwas in der Dreh habe ich erwartet. Einem dreckigen Verräter wie mir wird niemand mehr jemals verzeihen. Aber irgendwas muss ich tun. Ah, okay. Schön für dich. Gut, dann machen wir das mal. Guck mal, dürfen wir hier durchlaufen? Ist das erlaubt? Er spürt etwas. Alles klar. Sind wir auch richtig? Ich glaube ja. Ich sage jetzt einfach mal, wir sind richtig. Wenn ich nicht richtig bin, bin ich trotzdem richtig. Alles klar, nur von einer Seite. Passt. Hallöchen aber auch. Ich glaube, da möchten wir ganz dringend nach unten. Jetzt möchten wir. Nein, keine Hektik, sondern einfach nur, wir möchten hier durchbrettern. Und komm schon. Ei, was in euch steckt, ja. Wunderbar. So und nicht anders muss es sein. Und ich bitte doch darum. Flammenschlag, Aoi-Schaden. Und über den Haufen schießen. Immer noch weiter, immer weiter machen. Lass sie nicht raus aus dem Angriff. Das menschliche Geschossschächtchen. Dankeschön. Läuft. Und wir haben dafür bekommen Rosmarin. Das läuft doch. Für Rosmarin tue ich doch liebend gerne mein Leben riskieren. Das können wir doch direkt auch anwenden, würde ich mal behaupten. Objekte. Meisterkern des Lichts. Na, dann finden wir schon irgendwie was. Beschäftigung dafür. Elementarangriff steigern. Schion. Die schießt mit Elementarmunition rum. Das ist nicht schlecht. Das ist gut für dich. Ich würde mal sagen, da geht's dann weiter. Da sollte es weitergehen. So eine Raststätte wäre vielleicht echt noch interessant demnächst. Komm schon. Weiter, immer schön weiter. Stimmt, ich kann mal gucken nach Angriffen. Das wäre noch eine Sache. Artis-Prinzip. Genau deswegen. Zwei Stück, die nach oben führen. Du bist noch nicht auf 100, das macht nichts. Schwalbenangriff für Entfernungssturm, das brauchen wir, aber Alpha. Oho. Ich glaube, das können wir zur Gaudi mal machen. Was ist denn das? Sternstopp, den kennen wir schon. Hurricane, eine Kampfart, die den Abstand zum Gegner mit Hilfe eines mächtigen Stoßes rasch reduziert. Das klingt auch mal interessant, aber ich möchte die momentan haben, etwas verbessern von Anfang. Dann schon Viereck war es, okay.
Ich habe irgendwas bekommen, wo ich es gerade nicht angesehen habe, wahrscheinlich. Das würde Sinn ergeben, das würde Sinn ergeben. Uah, runter mit uns. Nochmal. Attacke, wunderbar. Einmal brechen. Und ich bilde dort rum. Und weg mit dir. Das war's mit dem Rest von ihnen. Eine Eiswand, die können wir doch bestimmt schmelzen. Also die können wir sowas von schmelzen. Kein Problem für uns. Sowas von kein Problem für uns. Zeugel Panzergewand. Ein Magiergewand. Gucken wir doch mal, ob wir es der Guten geben können. Ausrüsten, ihr hier. Zeugselgewand macht dich um einiges besser. Okay, und was ich sage, Outfit. Okay, man kann den Stil nicht ändern. Okay, schade. Schade. Auf nach oben. Das Schwert sieht halt auch einfach nur episch aus, muss man sagen. Es schaut echt episch aus. So, das Essen reicht nicht mehr ganz lange aus. Was soll's? Eisenstück, Dankeschön. Genau, kommt mal her. Kommt mal alle her. Alle vier Wölflein. Und ich will doch darum. Alle gleichzeitig angreifen. Und noch einmal. Oh, wow. Magna Ray, so muss es sein. Ist die Kugeln von ihr sind echt böse. Doch bräuchten wir irgendwo mal langsam sowas wie ein Lagerfeuer. Das wäre recht gut. Nicht nur wegen Essen machen, sondern auch wegen Zusammenreden und sowas. Und direkt hinterher. Und die nächsten Runde machen. Und gleich wegschießen damit. Die wollten gerade unten nur stechen, aber okay. So schnell kann es gehen. Dann müssen wir es nicht nochmal nach unten springen, das haben wir schon hinter uns. Hier. Hallo, schon gesehen. Können wir denn... dem helfen wir gleich. Okay, dann haben wir es so. Ich hätte ihn verlassen sollen, da draußen ist es unheimlich und es tut weh. Ich gehe nach Hause. 5 Erdbeeren bekommen. Oh, nice. Aber ich möchte eigentlich den hier haben. Halbrahmen. Halbrahmen? Im Halbwald wird wahrscheinlich auch was vor sich gehen. Moment mal. Cool oder nerdy? Oder beides? Nerdy cool. Nee, das lassen wir mal so. Dann sehen wir nämlich auch seine Augen mal. Da sage ich nicht nein dazu, da sage ich nicht nein dazu. Was haben wir hier hinten noch? Wie diese Seen. Wie breit diese Seen. Und immer noch. Aha, der Erste, der es versteht. Uns fehlt es an einer Angel. Unschön. Na, danke schön. Hey, geht's dir gut? Schnauf, schnauf. Schön, der Mann hier braucht erste Hilfe. Ich habe Hunger. Schön, der Mann hier braucht eine Kartoffel. Was? Hey, die gehört mir. Ha, glaubst du, ich würde so tief sinken, eine läppische Kartoffel zu aktivieren? Träume weiter. Bitte was?
Wenn du dich so benehmen willst, schön, dann fungier doch. Warte. Ich habe mich doch gar nicht vorgestellt, junge Dame. Ich heiße Gordeno, ein Mann, der gutes Essen vor allem anderen genießt. Ich komme auf der Suche nach aufregender neuer Küche hierher. Ich stieß auf ein dem Anschein nach außerordentlich exquisites Rezept, doch leider fehlen mir die Zutaten, um es zuzubereiten. Wundert mich, dass niemand den Typen je angezeigt hat. Auf meiner Suche nach ergriff mich ein solches Hungergefühl, dass ich zusammenbrach. Dann sollst du vielleicht wirklich diese Kartoffel nehmen. Niemals, ich weigere mich, irgendwas anderes zu essen, als was in diesem Rezept enthalten ist. Tja, du hast ihn gehört, beim kommt ihr Hilfe zu spät, gehen wir. Ich bin noch nicht fertig. Dürfte ich euch vielleicht darum bitten, mir stattdessen die Zutaten zu besorgen? Alles, was ich brauche, sind Äpfel und Weizen. Holt sie mir und ich werde euch zum Dank sogar mein Rezept bringen. Wir haben, was ihr braucht, genau. Wir haben bereits alles, was du brauchst. In dem Fall musst du dieses Rezept befolgen und mir sofort einen Apfelkuchen backen. Warte, warum muss ich es machen? Beeil dich und backe los! Okay, wir machen einen Apfelkuchen. Warum nicht? Warum denn nicht? Ich weiß nicht, wie man hier in der Kälte einen Apfelkuchen macht, aber okay, gut. Ich habe auch genug Verschiebung gemacht. Oh, schau dir ein dieses liebliche Gericht an. Dazu riecht es auch noch göttlich. Mal sehen, wie es schmeckt. Boah, das ist absolut exquisit. Ich bin im Himmel. Wow. Du bist ein Feinschmecker. Solltest du nicht etwas wortgewandter sein, wenn du deinen Geschmack beschreibst? Aber was könnte ich sonst darüber sagen? Rein gar nichts. Aber wenn ich es dir nochmal ausbuchstabieren soll, es ist absolut. Schon klar, es ist gut. Alfen, wir haben unser Rezept. Lassen Sie nicht verschwinden. Xion, warte. Was ist denn? Deine Kleidung ist mit Kuchenteig verschmiert. Was? Ich bin durch und durch zufrieden. Ich kann dieses Reich jetzt ohne Reue verlassen. Bitte was? Ihr solltet sich aufbrechen und noch großartige Genüsse finde. Leb wohl, meine kulinarischen Kameraden. Was? Muss ich das verstehen? Muss ich nie verstehen? Nein, muss ich nicht verstehen. Yare. Genki na Ji-san da na. Zugi ni au no ga tanoshimi ne. Kini itta da na. Apple Pie. Ich würde mal sagen, ja. Ich würde mal sagen, ja. Nojuku wa iya na no. Oh, keine Panik. Müssen wir nur selten machen. Ach, nicht ihr schon wieder. Ja, ich schläge hassig. So, komm schon. Machen Feind fertig. Und bitte alle niedermachen. Nein, ich war zu weit weg. Ah, komm, weg mit ihnen. Ach, jetzt habe ich den Status erreicht, dass ich unendlich angreifen könnte, wie? Ernsthaft? In einem kleinen Kampf. Sonst nirgendwo, aber in dem kleinen Kampf ja. Ach, na gut, was so ist. Ein paar Pizzerien kann niemand verwehren. Und dann gucken wir doch mal, was kannst du uns denn so anbieten? Waffen schmieden, Waffen fertigen, Sturmklinge. Das ist alles schlechter, glaube ich sofort. Das ist das Beste, was man gerade kaufen kann. Fäuste machen ihn schlechter, aber Wasserziehung ist noch was. Dann will ich ihn ausrüsten. Zubehör herstellen, aufwerten, geht nicht, Zubehör fertigen. Ist immer das Komische, dass wir es nicht aufwerten können. Okay, Objekte kaufen und verkaufen. Yep. Und kaufen bitte. Trank des Lebens 2 Stück. Ein bisschen Apfelgelee, einfach nur zur Gaudi. Yep, das passt. Zeugse, der Rest ist schlechter als das, was wir haben. Okay. Dann können wir noch gucken. Verkaufen haben von irgendwas noch ziemlich viel momentan.
Scharfe Zähne können wir noch ein paar verkaufen. Was soll's? Wenn wir das Geld aktiv gerade noch nicht brauchen. Passt. Wunderbar. Dann bitte einmal lagern. さすがの塩もダナの鎧は専門外か。そうね。その襟巻きはどうしたの？飾ってあった鎧にはなかったじゃない。ああ。前の服の時に青がいいって言ってただろ。だからこっちにもつけてみたんだ。そうなの。まあ、悪くないと思うわ。俺にも見栄えってやつが分かってきたかな。まだまだよ。 Gruppenstatus mit L2-Anzeigen. Ja, sobald die gerast sind, ist alles gut. Yep, noch was kochen? Was kann der Apfelkuchen überhaupt? Mit Elementarangriffe? Warum nicht? Warum nicht? Anwalt, bitte machen. Sie ist einfach nur süß. So, dann sprechen wir noch mit Chion am besten. Chion, skoshi ii ka? Yasumanai no? Skoshi hanashi ga shitai to omotte. Hanasu koto nante nai kedo. Sou ka? Jama nara modoru yo. Betsu ni. Jama tomo itte nai wa. Ah. Gomen nasai. Tanin to iru koto ni narete nai no. 何を話したらいいのかもよくわからない。別にそんな構えなくたって。そうだ。子供の頃の話とか。ずっと茨があったから、これといって。そういえば、友達がいたわ。友達？古い古い人形よ。ああ。子供の頃の私にとっては、 それが気兼ねなく触れ合えるただ一人の友達だったわ。着替えをさせたり、食事の時に膝に置いたり、随分一緒に過ごしたわね。尋ねてもいいか？私が人形遊びをしていたのが意外？そうじゃない。ただその人形、誰がくれたのかと思って。覚えてないわ。ずっと昔のことだし。今はその人形はどこにあるんだ？ Renegis離れる時、置いてかざるを得なかったの。残念だけど、多分もう残ってないと思うわ。Die Pol werden wir finden. Das ist jetzt eine tiefere Bindung zu Shion, okay? そろそろ休みましょう. Jetzt die Frage, wenn wir nochmal rasten, können wir mit den anderen dann noch reden? Das wäre interessant, das wäre mehr als interessant. Ohayo. Ikimashouka. Einen Moment. Die Welt kann noch ein bisschen warten. Yuki ya kori de aruku no mo hitokuro da. Omake ni samui to. Nankai mo korondeta shi ne. Korobisou ni natta dake yo. Süß. Nein, brauchen wir nicht. Und Lo. Lo. Aite ni natte kureru ka? Okay, so es geht immer nur einmal pro Ding. Sonja. Okay, da muss man sich immer entscheiden. Schade eigentlich, schade. Na gut, wir werden mit jedem noch ein bisschen reden. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Es gibt eine Handvoll Lagerfeuer, an denen wir es machen können. Die Oberebene ist Safars Meereshöhle. Hallöchen aber auch. Was seid ihr für Viecher? Heide Witzka. Lo. Ah, Shinki kusai kedo, nante koto ne sa. Sassa to tori nuke chimau ze. Mada Jilfa no koto de jibun wo semete iru no ka. Soria na. Kedo ima kangaete ta no wa betsu no koto da. Betsu no? Ore ga nande hebi no me no ichin ni natte ta ka wa. Mada hanashite nakatta yo na. Ah.
ジルファと喧嘩して飛び出したというくらいしか。その後どうにかシスロデンにたどり着いた俺は、いろいろあって抵抗組織の一つに入れてもらったんだけど、お決まりの密告があって蛇の目どもに襲われた。ひどい戦いだった。最後は降伏するしかなかった。なのにロ、奴らの気まぐれで俺だけが生かされた。俺は仲間の死ぬところを見届けさせられた。ズーグルのうなり、仲間の悲鳴、真っ赤に溶けた雪、そして奴らの笑い、今でも夢に見る。ガナベルトを倒せば乗り越えられるんじゃないかって思った。でも甘かったみたいだ。あの時俺は心底レナを怖いと思っちまった。それで仲間を裏切り、親父を死なせることにもなった。不安なんだ、いつかまたここぞって時に同じようにブルって逃げ出すんじゃないかって。俺たちを残したか、本気で言ってるのか。そうじゃないって思いたいけど俺は。あ、いた。どうした、リーベル。どうしたじゃないよ、振り返ったらいないからびっくりして戻ってきたんじゃない。立ち止まるならそうと言いなさい。ズーグルだっているのに分散するなんて。なあ、悪い悪い、ちょっと催しちまってさ。まさかここで。嘘でしょ。さあ行こうぜ。立ち直れるといいんだが。声をかけたのは私じゃないわ。あいつはジルファの息子なんだぞ、放ってなんか置けない。そんな余裕私にはないの。足を引っ張るような道連れはいらないわ。ま、もう、ハート。なんでこんな地下に道なんか作ったんだろうな。山が険しすぎて越える道を作れなかったからじゃないかしら。昔の占領される前のダナ人も山を通り抜けるためにこの道を使っていたんだろうか。通るだけじゃなくてここで暮らしてたのかもしれないよ。確かめようがねえさ、そんなの。俺たちは全部忘れちまったんだ。忘れたんじゃない、奪われたんだ。奴隷には不要なもの、残っていては不都合な心の拠り所、何もかも。全部じゃないよ、ほら見てそこ。なんだ、皿かなんかのかけらか。多分ね、たくさん消えてしまったのも確かだけど、それでも調べればまだいろんなものが見つかると思う。そんなことができる日が来ればだけどね。来るさ、来ないなら来させるんだ。 Klingt für mich nach einem guten Plan, einem richtig guten Plan sogar. Und währenddessen looten wir ein paar kleine Kupferstücke. Was haben wir sonst noch alles hier? In dieser komischen Ebene hier. Pilze gehen immer, würde ich mal behaupten. Hier kommen wir wieder nach oben, okay. Also muss es theoretisch nach unten gehen, würde ich mal behaupten. Na gut, dann Attacke. Was auch immer ihr für Schreihälse seid. Wumsel. Ein Wumsel, was ist denn bitte ein Wumsel? Komm. Ah, ihr damit, ihr damit. Nein, nicht ganz richtig. Nein, nicht ganz richtig. Ach, schon wieder das Verkehrte geweht. Ich meine, wir zerschmettern sie sowas von, aber trotzdem. そもそも勝ったことがあったか。はいはい、先に進むよ。Oh Gott. Und noch mehr Kupferstücke, wunderbar. Das war es, das war es. Okay, dann auf nach unten. ロート初めて会ったのはメザイだったね。まあ、俺が蛇の目で、お前が銀の剣。それが今一緒にいるなんてな。考えてみると、変わった組み合わせだな。
Ja, laute schräge Vögel, definitiv. Trank des Lebens, dankeschön. Ab ins Wasser, natürlich. Mit dieser schweren Rüstung können wir auf jeden Fall ins Wasser gehen. Ein neuer Fisch? Nein, geil. Okay, über das kann ich mich auch freuen. Dann gucken wir doch mal, was das für komische Krabbenviecher sind. Ich habe keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. So, und da kommen wir wieder hoch und wieder runter. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nein, hier auch nicht. Da hinten ist im Wasser noch was. Ich meine, da müssen wir eh noch hin schwimmen nachher. Hoppale. Kriegen wir hin? Kriegen wir hin? Panzerschocker. Nope, hier wird nicht. Hier wird sowas von überhaupt gar nichts gemacht, wenn ich das nicht gerade mache. Und gleich wieder zeitig angreifen. Nein, nein, nein. Und wir sind im Overmodus. Wunderbar. Nope, das war falsch, das war falsch, falsch. Eben noch ein bisschen aus. Wunderbar. Bitte seitlich noch den machen. Ja, wunderbar. Ich wollte gerade sagen, nicht mit mir. Drachenschlag und jetzt kommt der Flammenwurf. Schwung auf einmal. Jetzt genau kommt der Flammenwurf, den ich eigentlich gar nicht brauche. Schlimm. Das machst du auch gut mit deiner Faust. Dieses Geräusch ist etwas, ja, merkwürdig, sagen wir es mal so. Das ist arg merkwürdig. Ich muss gerade noch mal gucken. Fällt ein Buch. Aktivitätsdaten, Artefakte. Kampf. Okay, das war das alles. Gegnerinformation, Hilfe. Zauberart, mystische Art. Das wollte ich noch mal kurz gucken. Halte während des Überlimits nach einem Artis-Treffer zweite Folgentaste gedrückt. Ah, okay, okay. Wenn ich im Übermodus bin. Indem du Schaden leistest und perfekt ausweichen willst, kommt es für ein bestimmtes ins Übermodus. Ah, okay. Ausweichen. Meine Achillesferse. Ausweichen. Das ist nicht so, als könnte man es kaputt schlagen, aber gut. Mann, kann ich immer alles machen. Opalmasse. Ein krümmiger weißer Stein, okay. Ah, Tacke. Ewige Verwüstung, das klingt geil. Auch noch ein bisschen angreifen, wunderbar. Zerfetzt den Gegner, zerfetzt den Gegner. Hier noch ein bisschen ausweichen. Zack, ausweichen. Wunderbar. Ich mache halt den einen fertig, wenn die anderen alles andere besiegen momentan, so wie es ausschaut. Ich wollte gerade sagen, dass die so nah zu mir hingegangen sind. Ich glaube, das war jetzt nicht das Klügste, was sie haben machen können. Muskelmasse, einfach nur als reine Muskelmasse. So, danke für die Gehalt. Und war jetzt was mit Artis? Ewige Verwüstung. Ja, das war wirklich was Neues. Eine Bodenartis. Aber wir haben erstmal den Drachenschwanz und den hier. Und den Hieb auch noch. Machen wir den Vio noch ein bisschen. Warum nicht? Ist das da mal alles soweit? Ja, definitiv. Dann können wir auch quasi so rumklettern. Ja, springen hätte vielleicht sogar noch geklappt. Na komm, nehmen wir es auch noch mit. Dann nehmen wir das bisschen Fisch auch noch von uns mit, was wir finden können. Ein Plattfisch. Ein Fisch, dessen Augen auf einer Seite seines Plattenkörpers sind. Sein einziger Körper verlangt 5 Schnitte zum Filetieren statt 3. Oho.
Ist mir jetzt noch ein Edelfisch. Muss man speziell getötet und sackiert werden. Hey, hey. So. Kristallfragmente. Oh, die sind immer gut. Die sind immer gut für unsere Magier. Oh, wir sind eben irgendwie geschwommen. Haben wir nicht irgendwie ein kleines Flusshaus benutzen können? Das wäre praktisch. Noch ein weiterer Plattfisch. Können wir uns bald ein Fischfilet draus machen? Ist das Sammel unversehrt? Ihr solltet es. Gerade sagen. Und bitteschön, Flammenwurf. Ja, dankeschön. Hat noch nicht ganz für alle gereicht. Was soll's? Angreifen, ausweichen. Oh, das war falsch. Das war leider falsch. Dass ich über Moos zu kommen, ist echt pur Zufall bei mir. Das kann ich auch nicht sagen. Moment, zum Glück gewonnen? Meine Güte, wir sind Meister in dem, was wir tun. Das hat nichts mit Glück zu tun, das ist einfach nur wahres Können, was wir an den Tag legen. Und die nächsten beiden. Komm schon. Der Brech ist da. Der ist im Vivo-Modus drin, wunderbar. Mit dir können wir noch ein bisschen angreifen, wunderschön. Und auch noch hier angreifen, ja, wunderbar. Für einen wunderbaren Flammenschwung ins Gesicht. Damit wir den nächsten auch direkt schon mal angreifen können. Mit einem mächtigen Altar. Wunderbar. Ja, ist schön, wenn ihr alle stärker werdet. Es freut mich doch zu sehen. Und allop. Opal und Primor. Ja. Primor ist wichtig. Primor ist richtig wichtig sogar. Können wir da rüber springen? Das geht sogar. Nice. Orangengelee, wunderschön. Naja, ich mache mal gleich fertig. Erstmal die Pilze. Das passt schon. Level 19, ich weiß gar nicht, ob die... Wie viel Schaden die gegen uns anrichten können momentan. Komm schon. Ausweichen. Oh, komm. Nope. Und weg mit. Ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt nicht ausgewichen. Nein, ich bin voll die Kaninchen reingerauscht, so wie es ausschaut. Na komm. Eigentlich habe ich jetzt nach links gedrückt, deswegen wundert mich das ganz stark, dass es jetzt nicht funktioniert hat. Aber gut, was soll's an der Stelle. Auf den Arm noch mit so einer fetten Kugel eingeschlagen. Und mit dir machen wir das gleiche noch. Booster auch noch gemacht. Wunderbar. Attacke. Also wenn das nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Torweiterung. Wenn die schon mal da sind, können sie es auch quasi ins Nirvana schießen. 67 Bonus. Okay, das passt soweit. Ach stimmt, apropos, Matrix, 1000, ihr habt dann wird Zeit, dass wir da was machen. Stellt er alle wieder her, wenn kritische Treffer zugefügt werden? Ja, ich bitte doch darum. Mit BA beim Kampf, Boostangriffe, bam. Irgendwas Mächtiges noch. Mit alles Widerstand ist natürlich auch was. Aber wir sagen, fällt eine riesige Welle Astralenergie horizontal nach oben. Ja, läuft. Das können wir noch machen. Bei dir hier. Bei den Huddles irgendwie. Erhöht Boostanzeige beim Besiegen von Gegnern. L-Wiederherstellung beim Besiegen von Gegner. Ja. Da sage ich nicht nein dazu. Ich glaube, sonst war nichts mehr nein. Du hast noch ziemlich viel. Im Kombo-Treffer. Ja,
Wieder schon bei Sieg über einem Gegner. Yep. Das passt soweit. Für den Rest sind wir soweit mehr als zufrieden. Hopp. Ach, schau mal an. Schau mal an. Was wir hier so finden können. Ein Schmank. Ein Schmank ist immer gut. Aber lass mich ran. Ich darf jetzt nicht mehr hoch, oder wie? Nein. Hallo? Darf ich hier irgendwie raus? Hilfe, Hilfe! Ich bin ein Held, der nicht raus kann. Und da fällt man auch nachher wieder runter. Okay, gut. Wahrscheinlich wäre es dann der Rückweg gewesen, aber ich wollte es jetzt schon haben. Wenn meine Loot-Sinne einfach aktiviert sind, dann sind sie aktiviert, dann kann ich auch nichts machen. Aber ich meine, wir sind ja schnell genug. Wir sind ja schnell genug. Muss ich gucken, ob wir da wieder hochkommen könnten, eventuell, bevor ich runterspringe. Und kommt der nächste. Und ich will da drum. Her mit dir. Ah, nice. Nice, einfach nur nice. Nein, du wirst keinen Zauber anwenden. Artis nicht für dich. Was zum Geist mit euch denn verkehrt? Ich komme hier nicht mehr hoch. Aber es sind noch Zeugsel da. Ah, doch, ich kann hier durchlaufen. Ich bin doof. Natürlich kann ich hier durch. Aber sowas von. Noch ein... Ach, jetzt bin ich auf einmal Primore bis zum Umfallen, okay? Panzerschocker. Komm. Lass mich angreifen. Nochmal angreifen. Feuerburst. Mystische Art. Komm. Hier nochmal angreifen. Komm, nein, lass mich zurück. Schade. Mystische Art hat nicht funktioniert, so wie ich es gerne gehabt hätte. Gut, dann müssen wir halt ein bisschen anders vorgehen. Hilft dir alles nichts. Nein. Das ist so schön in Ruhe. Das nenne ich mal ins Eck gedrängt, aber sowas von. Und wir müssen was gegeben haben. 200. Und ein paar zerquetschte. Das ist gut. Das ist ein guter Schatzmodus. Noch mehr Primore. Oh ja. Jetzt können wir in die anderen Gebiete noch gehen. Stell ich greife, wir können noch in die anderen. Schwarz Onyx. Schauen wir nochmal. Eine Ausrüstung, Artis. Schneider Onyx. Maximal KP erhöhen. Yep, machen wir bei ihm. Machen wir doch bei ihm. HP ist ein bisschen down, aber das haut noch hin. Dann sollen sie im Notfall einfach ein bisschen die Chilis verwenden. Sag ich jetzt auch nicht nein dazu. Wenn wir den nächsten Schnellspeicherpunkt gemacht haben, können wir quasi zurück in die Ebene. Und dann einen Felsen ballern, wegballern. Oh, das könnte interessant werden. Aua, ausweichen. Ausweichen, wunderbar. Nochmal hier ein bisschen was machen. Wunderbar, ausweichen. Und noch einmal, mach ihn fertig. Au, ungünstig. Komm. Du willst es doch auch, ja.
Ja, und die Musik ist einfach so herrlich im Hintergrund. Okay, einmal Runde springen. Schon gemerkt, schon gemerkt. Da kommen wir wieder hoch. Okay, okay. Aber hinten haben wir noch was. Was bist du denn? Was bist denn du hier? Orangenschädel, das war jetzt wichtig und richtig an der Stelle. Und zwei Punkte zum Runterspringen. Okay. Können wir jetzt aussuchen, links oder rechts, wie es ausschaut. Und brechen, 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 brechen. Wunderbar. Ich wollte gerade sagen, komm, brechen. Und ihn auch noch brechen, warum denn nicht? Lass sie gefälligst in Ruhe. Sie hat dir noch nichts getan, aber ich dafür. So eine Genugtuung. Oh. Nein, wahrscheinlich nicht. Kann ich denn? Hier kann ich nicht hoch. Du willst mich vergackern. Lass mich gefälligst hoch. Und weg mit euch. Okay, langsam wird es etwas nerviger, Natur. Nein! Brech ihn ab, brech ihn ab, brech ihn ab. Dankeschön. Komm, komm, ab nach unten, ab nach unten, ab nach unten. Nicht mit mir, nicht mit mir, nicht mit mir. Au, au, au. Zumindest stürmen wir ein bisschen hier oben kaputt hauen. Bevor es dann auf zum anderen geht, wo ist er, wo ist er? Okay, er ist tot. Die Frage hat sich so jemand erledigt. Opa, der Stufe 3. Nice. Muss ich aber echt mal gucken, wo gehen wir denn hin? Dort, dort, dort und hier oben. Den einzigen Weg genommen, wo wir quasi... Oho. Im Wasser landen würden, so wie es ausschaut. Aber da auch haben wir auch das hier jetzt gesehen. Das hoffentlich... Ja, natürlich auch noch bewacht wird. Es war so klar. Sodle. Und Aoi an allen machen. Denn warum nicht? Und Attacke mit Aoi noch hinterher. Wenn man schon mal da ist, will der nächste wird auch drauf gehen. Habe ich ihm gerade den Hintern geschlagen? Ich glaube ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Ein Feuerwerk. Der Dresche, so wie es ausschaut. Oh. Ah, nach unten, nach unten. Ich wollte gerade sagen, wo ist er denn? Wo ist er denn? Nein, du musst nichts mehr erfrießen, glaub es mir. Zum kleinen Bonus noch hinterher? Passt doch. Flinken, ein Ring der Geschwindigkeit erhöht und die Zeit zur Flucht reduziert. Kein neuer Spion oder Speer würde ohne ihn ins Feld gehen. Ist der jetzt so gut? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Wobei doch für ihn Bewegungsgeschwindigkeit ist doch gar nicht mal so schlecht. X-Emblem. Ja, ist mir Angriff gerade lieber, muss ich sagen. Da ist mir der Angriff gerade wesentlich lieber. Ist da gerade jemand. Nee. Jetzt schwören können, da wäre gerade noch was gespawnt, aber zum Glück nicht. Sowas von zum Glück rein gar nicht. Ah, durch hier Pizzen. Ich wollte gerade schon sagen, der Platz schaut mir ein bisschen zu groß aus. Um einfach nur da zu sein. So, Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3 auch hinterher. Wenn wir es können. Direkt. Ja, Mega-Angriff nach Mega-Angriff. Und auch noch hinterher schweißen. Komm schon, komm schon.
Hat er mich zurückgedrängt? Ich glaube ja. Ich glaube, der Hund hat mich zurückgedrängt. Das kann ich natürlich so nicht... nicht rumlassen. Au. Seit wann können die so gut durch die Gegend springen? Wer hat ihnen das erlaubt? Wer hat ihnen das erlaubt? Also mit vier Stück quasi die ganzen hier zu weizen, das hat schon was. In Sekundenschnelle machen wir die fertig. Aber ich glaube, wir sind dadurch, dass ich wirklich jeden Gegner mitnehme. Vielleicht ein bisschen bis ganz arg leicht overpowered hier. Oh, Lavendel. Lavendel ist gut. Höherer Angriff. Puh, wäre bei uns beinahe nicht recht gut, aber ich gebe mir Lavendel diesmal. Tut mir leid, Lor, der Lavendel ist mein. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Wir müssen die andere Seite wählen, um auf diesem Pfad darunter zu fallen. Ernsthaft muss ich... Oh, ich... Okay. Das heißt, das da hinten sollte uns zum Ziel bringen. Will ich jetzt mal ganz stark annehmen. Yep. Da ist soweit... Ich wollte gerade sagen, ich habe doch irgendwas gesehen. Mit einer extra Kammer noch. Okay, Bonusgegenstände. Bonusgegenstände und Bonusgegner, würde ich mal behaupten. Boah, was haben wir denn als Ausrüstung noch als da? Na, ja, nehmen wir das Gesee erstmal hier. Na komm, ihr dürft alle wieder bleiben, ihr Gargoyles. Das passt schon. Ich sage nicht nein dazu. Und ich muss auch sagen, ich habe hier unten noch kein Eulchen gesehen. Schade eigentlich, schade. So, noch ein bisschen hier rum, ein bisschen darum. Ein bisschen den Rücken noch fallen, denn wenn wir schon mal dabei sind, auf jeden Fall. Ah, komm. Einmal nach oben angreifen, nach unten angreifen. Ich würde sagen, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber es sah gut aus. Es sah richtig gut aus sogar. Ihr nehmt keinen Angriff, ihr nehmt so gut wie keinen Schaden. Okay, es gefällt mir schon mal. Drachenschlag, ja. Ah, ich hätte es nicht abdampfen sollen. Und hier auch noch ein bisschen abhauen. Oho. Angreifen und weg mit euch. Jetzt kommen wahrscheinlich die Gargoyles. Ich wollte gerade sagen, natürlich. Zeugelpanzerweste. Moment. Wir müssen kurz mal gucken. Matrose, Zeugel, Zeugel, Zeugel. Ja, die macht dich besser. Passt soweit. Na komm, na komm. Fünf Stück nur. Die machen wir sowas von fertig. So, noch ein bisschen schießen, denn warum nicht? Dann tun wir hier noch ein Special reinhauen, denn warum nicht? Noch ein Brecher ums Eck rum machen. Ich wollte gerade sagen, was für Lächsterstein schießt ihr denn bitte hier ab? Sag mal, seid ihr komplett wahnsinnig geworden? Aber sie scheinen niemanden getroffen zu haben. So, was ist mit euch? Hm? Was ist mit euch? Weicheier. Ich habe doch eigentlich schon alles geklaut, was ich hier klauen kann. Oder gibt es hier noch was, was ich nicht sehe? Nein, eigentlich nicht. Na gut. Wäre jetzt noch schön gewesen, aber man kann nicht mal alles haben. Dann seid ihr einfach keine Gegner. Schade. Außer ich übersehe was in dem Raum. Aber ich habe eigentlich alles mitgenommen. Puh. Ja, was soll's, was soll's. Die Story muss ja auch ein bisschen weitergehen. Hui. Mit Hunger auf ein bisschen.
なあ、ロシスロデンを出るとき、諦めない限りやり直せるって言ったのを覚えているか。もう過去がどうあれ、少なくともあの時お前は一歩踏み出したんだと俺は思う。手探りなのは俺も同じなんだ。アルフェの戦うことを教えてくれたのはジルファだ。彼についていけばいい。最初はそれでよかった。だがジルファは自分自身の主になれと、自分だけの答えを見つけろと言った。だとしてももっと学んでからだと思っていた。だから彼が死んだ時、頭が真っ白になった。レナのスルドを倒し続けるのはいい。だがその後は、教えてくれる人はもういない。悩んでみても所詮俺にできるのは戦うことだけだ。それにレナの支配をこのままにしておくのも嫌だ。だから戦う。レナのスルドと戦いながらその後どうするべきかを考える。それが今の俺なんだ。戦ってそれで勝てると信じてるのか。本当に信じる。いや、信じたいが本音かな。それすら正直一人じゃおぼつかない。半端者同士でも支え合うことはできる。一緒に戦い、悩み、探す。それじゃダメか。ダメじゃないと思う。分かったよ。何ができるかまだ分からないけど、とにかくやってみる。また二人で立ち止まって、今度はお腹でも下したわけ？そんなんじゃねえよ。男同士の大事な話だな、アルフェン。ま、そんなところだ。まあいいけど。あ、この先風を感じるんだ。多分出口は近いよ。そりゃいい知らせだ。早いとこお天道様を拝もうぜ。ひたすら攻めて攻めて攻めまくる。戦いは先手必勝。確かに一気に畳みかける時のローの勢いは目を見張るものがあるよな。まあな、親父に仕込まれた技ってやつさ。打ち込めば打ち込むほど心が燃えて、拳に新たな力が宿るんだ。ジルファに。そうか、ちゃんと受け継いでいるんだな。攻撃に徹するのはいいけど、敵の反撃には気をつけなさい。そんなもん食らわなきゃ関係ねえって。でも実際打たれ弱いよね、ローって。人を落ち込み激しいやつみたいに言うな。二人とも結局何の話をしていたの？だから男同士腹を割った話だよ。ちょっと女には聞かせられねえな。そうなの？まあ女性云々はともかく、言いにくい話といえばそうかな。言いにくい？やっぱりお腹の話だったの？それともなんかいかがわしい？だからそういう話じゃねえっての。別に肝心な時に役に立ってくれるなら何でもいいわ。Sie will es auch wissen. Sie will sowas von auch wissen. Aber was uns da draußen wartet, wahrscheinlich das neue Gebiet auf jeden Fall, ist in der nächsten Folge. Aha. Bis darauf viel Spaß beim Zuschauen. Also ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei sein würdet. Macht's gut und wie immer. Tschüss alle.